Ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid und eure Solidarität mit Israel damit zum Ausdruck bringt. Prima. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Free Gaza from Hamas. Das heißt, ja, Free Gaza from Hamas. Das heißt, Befreiung auch der Menschen im Gazastreifen vom Terror des Islamismus auch der eigenen Bevölkerung gegenüber. Befreiung von einer islamistischen Mörderbande, die mit zivilisatorischen Mindeststandards nichts zu tun hat. Denen Leben, Freiheit und Wohlstand der eigenen Bevölkerung vollkommen gleichgültig ist. Im Februar 2008, meine Damen und Herren, rühmte der Hamas-Abgeordnete Omar Fatih Hamad das palästinensische Volk öffentlich dafür, dass es, ich zitiere, Frauen, Kinder und alte Leute in menschliche Schutzschilde verwandelt hat. Es ist an der Zeit, dass die europäische Öffentlichkeit, auch die deutsche Öffentlichkeit, so etwas, das nachgewiesen werden kann, deutlichst zur Kenntnis nimmt. Die Dschihadisten, die dschihadistischen Fanatiker der Hamas, opfern ihrem Vernichtungswillen alles. Sie können keine Verhandlungspartner Israels sein, denn das setzte eine Ratio voraus, die kein Mittel zum Zweck der Judenvernichtung ist. Hamas kann so wenig wie die Hisbollah zu einem israelischen Verhandlungspartner aufgewertet werden. Meine Damen und Herren, ich frage Sie, was sollte in solchen Verhandlungen den Islamisten denn angeboten werden? Glauben wir ernsthaft, die Hamas wäre zufrieden mit einem palästinensischen Staat an der Seite Israels? Wer ist von der Hamas abgesehen ein glaubwürdiger Verhandlungspartner für Bibi Netanyahu? Netanyahu hat kürzlich sein Verhandlungsangebot an die Palästinenser erneuert. Der demokratisch legitimierte israelische Staatschef, der die Friedensbewegung widerspiegelt, sucht noch immer nach einem Pendant auf der anderen Seite. Einem palästinensischen Pendant. Jemandem, der eigenen Bevölkerung erklärt, dass der anti-israelische Hass unter Palästinensern keine Zukunft haben wird und soll. Jemandem, der dem Terror abschwört, der eigenen Bevölkerung, dass Israel nie mehr verschwinden wird und deshalb als jüdischer Staat anerkannt werden muss von einer palästinensischen Führung. Daher, meine Damen und Herren, kann es kein sogenanntes Rückkehrrecht für palästinensische Dauerflüchtlinge geben, denn das würde beabsichtigt die Juden in Israel in die Minderheit bringen. Und daher wird es auch keine Einstaatenlösung auf den Ruinen Israels geben. Teilnahme an Wahlen, meine Damen und Herren, verwandelt eine Organisation wie die Hamas nicht in eine demokratische Partei. Eine Lektion, die in Europa noch zu lernen wäre, wenigstens von denen, die nicht klammheimlich mit den Judenmördern sympathisieren. Die palästinensischen Moslembrüder streben ganz offen die Zerstörung Israels an. In der Charta der Hamas, darauf ist schon hingewiesen worden, die noch nicht geändert worden ist, wird ganz offen zum Judenmord aufgerufen. Daher, Free Gaza from Hamas. Heißt, Sicherheit und sichere Grenzen für die Menschen in Israel, die sich seit Jahren dem Raketenterror der Hamas und anderer dschihadistischer Terrorgruppen ausgesetzt sehen. Es ist die Pflicht der israelischen Regierung, die Bürger zu schützen mit den dafür notwendigen Maßnahmen. Stellen Sie sich noch einmal vor, wie es wäre, wenn hunderte Raketen tatsächlich auf eine Stadt in der Bundesrepublik niedergingen.
Nein, diese alltägliche Gewalt gegen das Leben israelischer Zivilisten, Frauen und Kinder muss beendet werden. Dass die israelische Armee dabei so vorgeht, dass das Leben von palästinensischen Zivilisten möglichst geschützt wird, versteht sich der hohen Standards wegen doch von selbst. Unverhältnismäßig ist der gegen Israelis gerichtete Terror nicht eine militärische Reaktion dagegen, die zum Ziel hat, ihn zu beenden. Die Hamas verfügt inzwischen über Raketen größerer Reichweite aus iranischer Produktion, wie sie auch in einer inzwischen zerstörten Anlage im Sudan hergestellt wurden. Mit anderen Worten, wir müssen heute nicht nur über den unmittelbaren Terror der Hamas sprechen, sondern auch über das Islamistenregime in Teheran, das die Hamas aufgerüstet hat. Denn die größte Bedrohung für den Westen ist ein atomar bewaffnetes Regime in Teheran, dessen Griff zur Bombe mit allen dafür notwendigen Mitteln zu verhindern ist. Ein Regime, meine Damen und Herren, das nach innen keine Skrupel in der Verfolgung drangsalierter Oppositioneller kennt, die es zahlreich verfolgt, einsperrt und zu Tode foltern lässt. Dieses Regime gehört vollständig politisch isoliert und dann ersetzt durch an individueller Freiheit orientierte Oppositionelle. Meine Damen und Herren, die Hamas ist bekanntermaßen eine vernichtungsantisemitisch motivierte Terrororganisation, die entsprechend auf der EU-Terrorliste steht. Die Hisbollah ist bekanntermaßen ebenfalls eine vernichtungsantisemitische Terrororganisation, die Israel vernichten will und auf der ganzen Welt zahlreiche Zivilisten ermordet hat. Sie ist verantwortlich auch für Anschläge in Bulgarien. Sie sammelt, meine Damen und Herren, in Deutschland Geld und hat hier einen sicheren Ruheraum. Für die Hisbollah ist Deutschland inzwischen das wichtigste Rückzugsland. Wir wissen, dass in Deutschland deutsche Staatsbürger rekrutiert werden. Die Hisbollah ist damit unmittelbar nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern auch für Europa. Wir fordern von der Bundesregierung, die Hisbollah auf die EU-Terrorliste zu setzen und sie auch in Deutschland endlich zu verbieten. Wir fordern den Bundesinnenminister auf, sich entschieden dafür einzusetzen. Wer es mit der Bekämpfung des Islamismus im Innern ernst meint, muss auch Organisationen wie Hamas und Hisbollah entschieden bekämpfen. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Terrorgruppe wie die Hisbollah auch hierzulande junge Männer rekrutiert, um die Barbarei herbeizubomben. Meine Damen und Herren, wir werden in unserer Solidarität mit Israel nicht nachlassen. Jedoch immer junge jüdische politische Souveränität ist nach wie vor zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt, von denen das derzeitige iranische Regime die größte ist. Wir werden weiterhin an Israels Seite stehen. Lassen Sie uns gemeinsam vieles unternehmen, um für Freiheit und Sicherheit Israels einzustehen, gerade auch in schwierigen Zeiten. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Israel, denen wir unsere Unterstützung versichern, sind auch bei jenen jungen Frauen und Männern, die in der Armee ihr Leben einsetzen, um das Leben aller israelischen Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Gaza!